Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Ramsberg. Tja, gleich vorweg. Ich habe neue Kopfhörer. Falls der Sound jetzt nicht so doll sein sollte, entweder ich bin zu leise oder ich bin zu laut, dann schreibt das mal in die Kommentare, weil das muss ich noch ein bisschen einstellen. Das haut noch nicht so richtig hin, ne? Also wie gesagt, bin ich zu laut oder zu leise, schreibt das in den Kommentaren. Dann muss ich da noch ein paar Anpassungen vornehmen. So, ich bin hier jetzt auf der, was heißt jetzt, 26 mit der Spritze hinter. Und wir wollen den mal versuchen, ein bisschen Pflanzenschutz auszubringen. Und mal ein klein bisschen runter. So, ich hoffe mal, das sollte aber eigentlich passen. Oder auch was. Jo. Wenigstens das funktioniert. Wenn schon kein Ding funktioniert, dann muss ich wohl warten, bis das wirklich gewachsen ist. Ja, ansonsten haben wir nicht so viel zu tun gerade. Hier mehr. Angesiedelt ist soweit alles, gedüngt ist soweit erstmal alles. Ja. Jetzt sind noch auf den beiden Feldern hier auf der 26 und auf der 42 Pflanzenschutz ausbringen. Und dann war es das erstmal. Da müssen wir warten. Entweder warten wir denn, bis ich düngen kann. Also ich denke mal nächste Wachstumsstufe. Doppelbelegung. Oder wir warten, bis ich den zweiten Schnitt ansetzen kann. Das könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren schreiben. Entweder oder. Ich würde gerne den zweiten Schnitt machen, weil düngen, das ist ja nur das. Da kriege ich keine ganze Folge mit gefüllt. Das ist ja hier in 10 Minuten fertig, das Düngen. Plus Anfahrt und alles. Deswegen kommt das Düngen, werde ich offline machen und dann warte ich, ja, dass ich vielleicht den zweiten Schnitt machen kann. Wie gesagt, alles andere ist ja. Ne. Weil wir kommen nämlich jetzt auch in den in den Sommer. Am nächsten Tag haben wir schon den ersten Sommertag. Und dann können wir nachher anfangen zu ernten schon. Das erste Mal. Hier auf dieser wunderschönen Korte. Vielleicht Fahrgasse ein bisschen nach hinten durchmachen sollen. Weil das so eckig ist hier. So. Ja, ja. Achso, der hat da hinten gemeint, nicht mich. Gut, alles klar. Ich weiß, Spritzen hatten wir jetzt gehabt auf der Gemeinderade, aber wie gesagt, da habe ich auch schon gesagt, das ist Arbeit, die muss gemacht werden. Und wenn sie gemacht werden muss, müssen wir sie machen, ne? Das Gute ist ja daran, jetzt eigentlich, da ich noch keine Tiere habe, kann ich ja ruhig vorspulen. Ne? Also ich wollte mir ja hier hinten ist ja unser
Schweinestall und unser Schafstall. Da wollte ich mir ja noch ein Silo hinbasteln. Und ich habe die beiden Case mit aufgenommen. Könnten wir gleich nochmal gucken. Die ich meinte. Einen von den beiden neuen gegen den älteren Case tauschen. Eventuell. Wir machen erstmal den hier. Ne, also das hier, der Puma CVX 26 und der. Oh, der Sirius hat ein bisschen mehr. Naja, aber könnte man auch hier. Ne? Farben und so. Ich bin so ein Freund von Mietersfelgen. Oder Reifen. Beige. Umleuchte gut flügelbreit. Ja, ne, eher so. Dann hätte er hier 175 PS. Frontlader. Ohne, also Frontlader. Spiegel Innenraum. Ne? Aber der hat ne auch ganz schön. Dann würde ich doch eher den nehmen hier. Ich kann mir nämlich ein bisschen mehr machen. Achso. Ach, das ist jetzt wieder. Dann nehmen wir Standard. Zapfwelle vorne hat er. Breit, Innenraum, schwarz. Rot, schwarz. Will ich den Rot nehmen, Design Platinum Edition. Machen wir so Platinum Edition. Frontlader würde der nehmen. Ja, und Felgen und sowas. Also dann würde ich den hier nehmen. Und der hat dann doch 48 ein bisschen. Betten zu viel. Wir können den ja auch mal. Also den Case dann für den alten Case austauschen. Wenn wir hier so einen Case-Fuhrpark machen. Außer den Drescher, den würde ich erst lassen. Aber die Trecker, dann würde ich den vielleicht doch mal so Case machen. Könnt ihr ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch dafür wärt, dass wir mal so ein Case-Fuhrpark machen. Bis auf den Drescher, ne, den haben wir noch gar nicht so. Hatten wir noch nicht mal im Einsatz. Da habe ich so weiter auch eigentlich. Doch, ich hatte Mod drauf, den habe ich gelöscht. Den müsste ich dann wieder installieren, den Drescher. Der war nämlich eigentlich auch gar nicht so groß. Könnte ich wieder installieren.
Das wäre noch wieder möglich. Aber erstmal den Drescher noch nicht. Vielleicht über nächstes Jahr oder so. Da muss er auch mal ein bisschen laufen. Vor allem braucht er nur 19 Slots oder so, der Drescher. Der hat hier 44. 14 Slots. Siehst du, würde der wegkommen? 54 Slots. Nee, der alte Case, weil der hat ja auch ein bisschen mehr PS, wie die beiden Case, die wir uns gerade angeguckt haben. Da bräuchte ich denn was PS stärkeres oder was gleich viel PS hat. Weil ich will ja nicht weniger PS fahren, denn geht ja auch wegen Grubbern und so. Oder den Grubber, den wir haben. Der braucht 200 PS. Der Flughafen braucht sogar über 200 PS. Und halt so eine Sachen, ne? Glaube, ich bin doch ein bisschen zu schnell dafür. Ja, haben wir das wenigstens schon fertig, ne? Mit Pflanzenschutz. So, müssen wir nur warten, bis es gewachsen ist und dass ich dann eventuell noch einmal düngen kann, weil düngen, ne? Müssen wir noch mal, weil, wie gesagt, die Düngestufe ist für den Arsch. Oder der Stickstoffgehalt ist für den Arsch. Sollte auch schon ein bisschen aufpassen, ne? Wenn man fährt, ne? Ja, und dann machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall Ackergras. Da werden wir uns noch ein Feld dazu kaufen. Oder eine bestehende Wiese oder so und die dann einmal umbrechen, Ackergras ansehen. Ackergras kann ich auch nur im Frühjahr ansehen. Dann kann ich es auch nur einmal ernten nächstes Jahr. Da müsste es ja eigentlich nur noch wieder nachwachsen, ne? Dann müssen wir mal gucken, wie das mit Seasons ist. Das mit Seasons ist bei Ockergras. Na, ein, zwei Sachen so beim Grubbern habe ich leider nicht ganz erwischt, ne? Na gut, ist halt so. Die Koi hier auch nichts machen bei. Auf jeden Fall, das hat geklappt alles. Da bin ich zufrieden.
So, gut. Wir sind aber am Ende angekommen. Wie gesagt, wegen den Kopfhörern, wegen der Lautstärke, ob ich zu laut oder zu leise bin. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, sind wir fertig für heute oder für diesen Moment. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo, würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.